Einen flauschigen guten Tag wünsche ich euch und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. In dem heutigen Video gehen wir mal der Frage nach, was lohnt sich denn mehr? Ist der Orbhändler teilweise ausgestorben? Hat der Adventurer alles übernommen mit den neuen Werkzeugen? Was lohnt sich denn wirklich noch zu machen? Beginnen wir einfach mal schlichtweg bei dem uns gut schon länger erhaltenen Orbhändler. Dort können wir ja wie üblich das ganze Zeug für Orbs abgeben. Ich habe jetzt zum Beispiel 25 Millionen Orbs hier auf dem Konto. Und dann haben wir hier zum Beispiel die Orbrüstung mit Schutz 20, Feuerschutz 15, Haltbarkeit 15, Explosionsschutz 15 und Dornen 10. Für jeweils 7,5, 10 Millionen Orbs oder 5. Und dann eben noch die ganzen Farming-Items, wie zum Beispiel die kleinen oder großen Werkzeuge. Hier gibt es natürlich auch spezielle Dinge wie eine World Edit Hacke, die habe ich jetzt beim Adventurer nicht gesehen. Die Orb Angel, die gibt es da natürlich auch nicht, aber jetzt zum Beispiel Orb Spitzhacken, Äxte oder Schaufeln. So etwas gibt es natürlich jetzt auch beim Adventurer und die Frage ist, soll ich meine Orbs dafür sparen oder meine Adventurer Coins? Schon mal vorweg, die Orbs können wir ja immer so viel abgeben, wie wir wollen und dann eben entsprechend uns so viel Zeug holen, wie wir wollen. Beim Adventurer ist das natürlich teilweise etwas einfacher, an die Dinge zu kommen, aber wenn wir jetzt mal auf den Adventurer gehen, wir haben hier natürlich tägliche, wöchentliche und monatliche Aufgaben. Für eine monatliche bekommen wir jetzt 15 Adventurer-Coins. Ich habe jetzt hier zum Beispiel 1470 Kürbisse abbauen müssen, ist jetzt an sich eine relativ einfache Aufgabe. Oder hier Birkenholzbretter abgeben oder Mützel abbauen. Das Ding ist, die können wir natürlich machen und bekommen dafür, je nach Aufgabe, einfach oder etwas schwieriger die Coins. Aber wenn diese Aufgaben eben abgeschlossen sind, ja, müssen wir warten, bis neue kommen. Wir können in der Zwischenzeit nichts mehr tun. Wenn wir jetzt aber uns mal anschauen wollen, zum Beispiel so eine klassische Schaufel oder eben hier so eine klassische Axt oder Spitzhacke, wie sie hier heißen, die bauen an sich auch so ein 3x3-Feld oder einen ganzen Baum ab, haben auch Effizienz und Haltbarkeit und diese Rüstung, muss man hier sagen, ist etwas schwächer als die Orbrüstung. Die Werkzeuge dagegen sind so relativ ziemlich gleich. Dazu muss man beim Adventurer auch dazu sagen, hier steht ja auch mögliche Inhalte des Angebots. Das heißt, wir bekommen hier nicht mal zu 100% das, was wir hier eben wollen. Zum Beispiel nur das, was hier eben steht. Man muss dazu auch sagen, dass man beim Adventurer, wenn man dieses Item denn, dieses Item kauft, das sind eben nur mögliche Inhalte. Wir bekommen auch kleine Rüstungsständer statt zum Beispiel so eine Axt, die wir eigentlich wollten. Bedeutet, wir machen Aufgaben, die wir nicht immer abschließen können, um dann eventuell sogar etwas zu bekommen, was wir gar nicht wollten. Klar, der Adventurer ist in manchen Aufgaben schon ziemlich einfacher, was die Aufgaben angeht, aber ich würde trotzdem euch weiterhin tendieren, den Orbhändler zu nutzen. Wir können die Orbs immer abgeben, wann wir wollen, was wir wollen, wie wir es wollen und können uns sogar noch spezifisch aussuchen, was wir wollen, ohne am Ende enttäuscht zu sein, dass wir eben nicht das bekommen, was wir wollten. Deshalb geht hier ein klarer Punkt auf jeden Fall an den Orbhändler, der das eben noch viel einfacher macht als bei dem Adventurer. Positiver Pluspunkt ist auf jeden Fall, man kann sich AFK Orbfarmen bauen. Wie ihr das macht, seht ihr oben rechts auf dem i, da habe ich auch schon mal ein Video zu gemacht, wie ihr euch einfach hinstellen könnt und die Orbs für euch generieren lassen könnt. Meine Frage ist, habt ihr euch schon mal Stuff, zum Beispiel so eine Spitzhacke oder Rüstung beim Adventurer gekauft? Wenn ja, warum? Und ansonsten abonniert auf jeden Fall den Kanal für mehr Griefer Games Content. Lasst eine positive Bewertung aus Video da, wenn es euch weitergeholfen hat. Und ansonsten sehen wir uns nächsten Dienstag wieder. Haut rein und ciao, Leute.